Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map. Hier in der Version 1.8 ohne Gräben. Wir haben ein paar Sachen verkauft oder sind noch dabei zu verkaufen. Die Gelduhr läuft noch hoch, 2,8 Millionen. Und wir sind auch dabei, das Zentrallager auszuräumen. Naja, drei Paletten sind da noch drin. Und dann ist das Lager aber leer. Und dann können wir auch beigehen und können hier die Pellets verticken. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Wir haben auch ganz viele Rinder zum Händler gebracht. Und unsere beiden Micheletto-Trailer. Die parken wir dann mal hier beim Rinderhof. So. Der erste. Den können wir mal hier vorne vormachen. Können dann damit vielleicht noch mal ein bisschen Kraftfutter zu den Rindern bringen. Aber nicht jetzt. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass der andere seine Rinder abgibt. Und dass wir dann den auch zurück zum Rinderhof bringen. Und da sind sie alle raus. Weiterfahren. Ja. Unser neuer Johnny. Im Bestand. Ja. Jetzt haben wir auch große Traktoren zu Genüge. Jetzt haben wir den großen Fendt, den großen Johnny, den Cargos. Schon einiges. Oh. Der hier ist auf Feld 26 gewesen. Das heißt, der kann auch mal zurück. Und da oben komme ich gar nicht hoch. Da haben wir ja gedüngt. Schön einmal zurück zum Hof. Ja. Na los. 3 Millionen gleich, jetzt. Super. Können wir wieder Felder kaufen. Also man muss nicht bis 3 Millionen warten, um Felder zu kaufen. Aber so.
Wir gucken mal. Da sind wir auch schon am Hof. Ja, der andere TGS ist jetzt auch angekommen. Sehr schön. Da hätte ich auch da rechts lang fahren können, ne? Ich Idiot. So, hier lang. Hier rum. Einmal hier hinten die Klappe auf. Ach nee, ich will den ja gar nicht auffüllen. Ich wollte den ja eigentlich verkaufen. Das bisschen hier, was hier hinten noch drin ist, das will ich das jetzt weghaben. Auch wenn das keinen Sinn macht, hier das Feld zu düngen. Weil ich hier eigentlich nichts ansehen will. Aber ich will den leer haben, weil ich den verkaufen will, weil ich mir einen anderen kaufen möchte. Los. Ja, jetzt ist er gleich leer. Ist eigentlich auch Quatsch, das jetzt hier einfach zu verballern. Ich hätte ihn ja auch voll verkaufen können. Aber hey. Fahren wir den direkt zum Händler und verkaufen den. Fragt ihr euch bestimmt, oh, was kauft ihr denn jetzt? Seht ihr gleich. Habe ich im Multiplayer schon gekauft. Finde ich voll geil. Den hier, mit dem konnte ich mich nie so richtig anfreunden. Ich finde den nicht schön. Und daher kommt er jetzt weg. Nein, und ich will nicht den Trecker verkaufen. Nein, ich will nicht den Trecker verkaufen. Ja, ich bin zu dicht dran, ich weiß. So. Düngerstreuer verkaufen. Verkauft. So. Und dann kaufen wir uns auch gleich was Neues. Und zwar kaufe ich mir dafür auch gleich einen Anhänger. Ihr ahnt es schon, es wird ein Absetzrahmen. Bräuchte ich mir jetzt eigentlich nicht mal einen Wagen verkaufen, weil ich habe ja Absetzrahmen. Aber wo ist mein Absetzrahmen-Set? Ich wollte gerade sagen. So.
Düngerstreuer. Was? Den hier, ne? So, kostet war jetzt irgendwie doppelt so viel wie das andere Teil. Hat aber auch eine mega Arbeitsbreite, 42 Meter. Jetzt habe ich 50.000 bezahlt, nicht ganz. Im Endeffekt mit der Entzahlung Name meines Horsch. Aber hiermit hast du echt ein schickes. Es ist echt ein schickes Gespann. Da passt auch mächtig was rein. Und das ist, glaube ich, schon eine gute Wahl. Damit dann ab zum Hof. Einmal voll machen. Und dann geht's damit zum Hof. Hier passt auch ein bisschen was auf. Oder ein bisschen was rein. Besser gesagt. Ja, dann machen wir voll hier. Okay, die Produktion läuft nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich keine Gülle mehr da. Naja, müssen wir uns da mal drum kümmern gleich. Erstmal stelle ich hier den Düngerstreuer weg. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, den jetzt schon wegzustellen, wo wir ja vielleicht noch ein Feld kaufen wollen, aber... Ah, nein! Hier muss man natürlich immer darauf achten, was man abstellt. Habe ich nämlich gerade nur den Absetzrahmen abgestellt und das wollte ich ja nun eigentlich nicht. Naja. Hier ist keine Gülle mehr. Okay. Das heißt, wir müssen Gülle holen. Wo haben wir noch Gülle? Was sagen die Tiere? 15.000. Naja, nicht viel. Ja, wir haben aber auch... Ja, gut. Die können wir noch holen, die Gülle gleich. Mache ich jetzt aber mit dem nicht. Sind schon ein ganz schön großer landwirtschaftlicher Betrieb geworden.
Kann man nichts drüber sagen, ne? 4, 8, Schlepper. Dann haben wir noch da unten 2 stehen, 10, den kleinen sind 11. Hier unsere Wagenflotte. Eigentlich fehlt da noch so ein Joskin. Hier stehen 2 Ladewagen. Ja, schon nett. Haben schon einiges an Material, muss ich sagen. Gibt's nix. Wir stellen jetzt erstmal den zweiten Micheletto weg. Ich finde es ja schon fast zu viele Unterstellmöglichkeiten, die ich hier habe. Ne? Ich will mich ja nicht beschweren. Aber es ist schon krass, was wir hier alles haben. Können wir gleich mal gucken, was wir denn hier mit Feldern machen. So, es gibt doch irgendwo, gab es hier einen Rindern zum Hof. Ein Überführungskurs. So, ab zum Hof damit. Oh, schon so spät. So, wir fahren mal hier. Bring mal Butter bei die Fische. Nee, Futter bei die Rinder. Wie man so schön sagt. Was brauchen wir denn hier überhaupt noch? Was haben sie denn? Ja, haben alles genug. Jetzt gleich. Ja, war genau richtig, dass ich das so ausgewählt habe. Weil viel hatten die nicht mehr. Und das gleiche bringen wir jetzt gleich auch in den anderen Stall rein. Und dann ist gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Like, Abo, unterstützt ihr mich. Ja, da diesen Einachser-Landei, den werde ich auch gleich verkaufen, glaube ich. Wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet, freut mich das. Und wenn ihr mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besucht, dann freut mich das auch tierisch. In diesem Sinn sage ich erstmal ciao.